Am Montag, den 25. März 1964, kurz vor Mitternacht, wird in dem Staatsforst zwischen Hainburg und Waiblingen die 47-jährige Kellnerin Marie Katzinger, wohnhaft in Rudersdorf, überfallen und durch mehrere Messerstiche getötet. Donnerstag, den 8. April, schlägt der Mörder wieder zu. Das Opfer ist die 28-jährige Kontoristin Renate Meyer-Hans aus Helmhausen. An beiden Abenden herrschte dichter Nebel, ein Umstand, der den Mörder vor jeder Verfolgung sicherte. In beiden Fällen handelte es sich um Raubmord. Dem Mörder fielen allerdings nur geringe Beträge in die Hand. Die kriminalistischen Tatortuntersuchungen ergaben nicht den geringsten Hinweis, der zur Aufklärung der beiden Morde geführt hätte. Vom Täter fehlt jede Spur. In der Öffentlichkeit lösten beide Bluttaten eine begreifliche Erregung aus. In der Fantasie der Bevölkerung verwandelte sich der geheimnisvolle Täter zu einem Phantom, zum Nebelmörder von Hainburg. Im Gasthof Grüner Hof in Hainburg installierte sich die Mordkommission, ein Team besonders befähigter Beamter. Zur Sicherheit der Bevölkerung patrouillieren Nacht für Nacht Streifen durch den Forst. Sogar eine Kripo-Beamtin ist als Lockvogel auf den Mörder angesetzt. Das bisherige Ergebnis: 164 Vernehmungen, 96 Feststellungen, 63 Überprüfungen, 12 Überwachungen und eine Verhaftung, die sich als grundlos erwies. Das ist die Sachlage vom 15. April 1964. In Brombach befand, erwiesen sich als falsch. Erwiesen sich als falsch? Komarek befand sich bereits um 11 Uhr in Hainburg. Zwei Tage nach seiner Verhaftung erschien die Frau des Fuhrunternehmers... Guten Abend. 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 Carola Schüttner. Und gestand... Gleich fertig. Und gestand, dass sich Komarek zur Tatzeit bei ihr befand. Auf eindringliches Befragen musste sie zugeben, dass sie seit Monaten mit Komarek intime Beziehungen unterhält. Ja, also? Ja, Toni, grüß dich. Was verschafft mir das Vergnügen deines Anrufs? Hab ich gerade diktiert, 7 Seiten, da kann er sich amüsieren. Na, das bin ich auch. Seit Wochen laufe ich jedem Quatsch nach. Dann erwische ich endlich diesen Kerl. Todsichere Sache, vorbestraft wegen versuchten Raubüberfalls, 2 Jahre mindestens. Verwickelt sich auch noch in Widersprüche und das Ende? Fehlanzeige. Kannst du dir meine strahlende Laune vorstellen? Gerade gekommen. Gruß von Toni. Grüßen Sie ihn wieder. Lässt ebenfalls grüßen. Namen, Freitag. Deine Mitternachtsspaziergänger ist schon da. Wenn du wüsstest, was ich für eine Lust habe, heute rauszugehen. Ja. Eine Waschküche ist das wieder. Man sieht seine eigene Hand nicht vor Augen. Haben Sie noch etwas für mich, Herr Inspektor? Nein, danke, Sie können gehen. Es war wirklich ein herrlicher Gedanke von Ihnen, sich freiwillig zu melden. Dieser Ehrgeiz. Sollten Sie auch noch die Absicht haben, Polizeipräsidentin zu werden, dann beglückwünsche ich Sie jetzt schon zu diesem Entschluss. Danke, dann lasse ich Sie gleich befördern. Ich liebe unseren Beruf genauso wie Sie. Ja. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir können. Mein Schutzengel. Ist das Sprechgerät wieder in Ordnung, Freitag? Ja, in Ordnung. Also seid vorsichtig. Und passen Sie ein bisschen auf ihn auf. Mach ich. Noch was, Freitag. In welchem Abstand geht er eigentlich? In 200 bis 300 Meter. Nur damit er mir nicht auf die Hacken tritt. Also mach's gut. Jonas? Ja? Bitte bringen Sie mir ein paar Zigaretten. Los, Kinder, bedient euch! Hey!
Ihrer Umgebung. Ach, das ist so Schnäpschen. Komm, gib mir ein Küsschen, Erwin. Erwin, von mir bekommst du ein bisschen. Weil Robert so gut Mathe bei dir abschreiben konnte. Komm. Hallo Hilde, hören Sie mich? Ja, alles in Ordnung. Wie geht's denn Barbara? Danke, sie meutert. Was tut sie? Sie meutert, warum wir überhaupt geheiratet hätten. Jeden Abend wäre sie alleine, so in dieser Tonart. Das hat sie auch vorher gewusst. Aber unter uns, ich würde auch nie einen Kriminalbeamten heiraten. Na, vielleicht sprechen Sie mal mit ihr, so eine kleine Seelenmassage. Auf sie hört sie ja. Moment, da kommt jemand. Hallo, kommen Sie mal hier. Guten Abend. Guten Abend. Polizeikontrolle, Ihren Ausweis bitte. Na, bitteschön. Dankeschön, gute Nacht. Gute Nacht. Hallo? Ja? War nur ein Forstgehilfe. Das ist der Keller-Party-Twist, der für die jungen Leute ist. Er ist genau für uns nach Maß gemacht, Darling, heute Nacht. Oh, Baby, tanz noch mal mit dir, denn wir bis morgen früh um vier. Weil du mit keiner anderen flirten kannst. Mit dir tanzt. Erwin, mach doch mit! Primus, bist du wohl zu schüchtern, was? Oder erlaubt dir dein Barbar nicht? Glücklich? Du sollst es sagen. Ich will es hören. Ich bin glücklich. Sehr? Sag's. Sehr. Fräulein Hillebrand, strengen Sie bitte Ihre geistige Gymnastik an und erklären Sie mir, warum Sie glücklich sind. Oh, Herr Professor, ich weiß gar nicht, ob ich glücklich bin. Fräulein Hillebrand, eine Oberprimanerin müsste doch in der Lage sein, etwas ganz klar zu formulieren. Gut, Herr Professor, ich versuche klar zu formulieren. Ich glaube, man ist überhaupt nur glücklich, wenn man fest daran glaubt, dass man glücklich ist. Alles andere ist Einbildung. Bravo! Klar wie Kristall. 1 bis 2. Franziska, du bist schrecklich gescheit. Nein, ich bin schrecklich dumm. Davon habe ich nichts gemerkt. Doch, ich bin schrecklich dumm, weil ich dich liebe. Sag das nochmal. Was, dass ich dumm bin? Nein, das andere. Ich bin Moment. Oh, bitte keil dich. Doch. Ich will dabei dein Gesicht sehen. Oh, komm, sag schon. Oh, du tust mir weh. Dann sag's doch. Also ich habe wirklich nichts gegen die jungen Leute. Das können Sie mir glauben, wer es ist. Aber da. Hören Sie sich das mal an. Sicherlich kein glücklicher Gedanke von mir, die Scheune für Robert auszubauen. Also mir ist es ja nur ums Vieh. Was der Kuh vom Nachtschlaf abgefehlt nachher an der Milch? Die sind viel zu gutmütig. Nacht, Holzinger. Na, Chef.
Robert! Robert! Ja, Papa? Schon spät. Mach Schluss. Was? Wir haben total die Zeit vergessen. Entschuldige bitte. Schon gut, Major. Herrschaften, wir müssen Schluss machen. Musik aus, gleich 11 Uhr. Um 11? Das braucht um 10 zu Hause zu sein. Du meine Güte, ich auch. Jetzt komm aber schnell. Oh je, ich auch. Meine Damen, ich fordere Sie hiermit auf, das Kleid des Lasters mit dem Gewand der Tugend zu vertauschen. Oh. Das Schöne geht von uns. Eine Illusion ist zu Ende. Die Sklaverei des Alltags hat uns wieder. Aber was sagt Horaz? Carpe diem. Quam minimum credo e postero. Genieße das heute. Jawohl. So misstrauisch wie nur möglich gegen das Morgen. Was hast du eigentlich zu Hause gesagt, wo du bist? Hm? Palena Sommer. Ich muss ihr in Mathe helfen. Sie hat in den letzten Arbeiten immer Fünfen geschrieben. Ich fürchte, bei dieser Hilfe wird sie nur Sechsen schreiben. Ich war im Kino. Hab mir vorsorglich einen Film mit Überlänge ausgesucht. Es kann also nichts passieren. Na, das würde mir meine Mutter nicht mehr glauben. Und wenn sie dich fragen, wie es war? Hm? Wozu gibt's denn Programme zu kaufen? Sagt mal, habt ihr mein Kleid gesehen? Rieche ich noch nach Alkohol? Nein. Hast du heute noch was Besonderes vor? Ach, meine Mutter hat manchmal so sentimentale Anwandlungen. Dann will sie mir unbedingt noch einen guten Nachtkuss geben. Gib's doch endlich auf, Erwin. Sie ist verrückt nach ihm und er nach ihr. Sag nicht so verklemmt. Gibt so viele andere Mädchenblüten. Ach, lass mich doch in Frieden. Schau mich an. Ich bin für die Liebe wie im Kino. Da dauert es höchstens 2 Stunden, dann ist Schluss. Du, Robert, kannst du noch Franziska in deinem Wagen mitnehmen? Sie hat Angst vor dem Nebelmörder. Klar, Gerda muss sie auf den Schoß nehmen. Eigentlich eine Affenschande, dass sie ihn immer noch nicht erwischt haben. Wie wäre es denn, wenn wir der Polizei unter die Arme greifen würden? Oh ja. Die Schüler der Oberschule fangen den Nebelmörder. Wäre doch eine Schlagzeile für deinen Onkel. Hi. Du, mein Kleid ist weg. Das gibt's doch nicht. Ja, doch. Wo ist das denn hingehängt? Ich hab schon überall gesucht. Moment. Erwin, wo ist Franziskas Kleid? Was fragst du mich? Erwin, mach keinen Quatsch. Franziska muss nach Hause. Pass auf, Erwin, ich zähle bis 3. Wenn dann das Kleid nicht da ist, hau ich dir eins in die Schnauze, dass dir Hören und Sehen vergeht. Also, 1. Hier, war nur ein Spaß. Schöner Spaß. Mach, dass du wegkommst. Schieb ab. Hier, beeil dich. Ich bin gleich fertig. Hab's doch immer schon gesagt. Der passt gar nicht zu uns. Ab. Der war das letzte Mal bei uns. Gute Weiterfahrt. Dieser Nebel macht mich noch ganz krank. Wir hätten doch besser in Frankfurt übernachten sollen. Du weißt genau, dass ich morgen früh in München sein muss. Schon wieder eine Umleitung. Scheint da in den Waldweg weiterzugehen. Komisch. Ich möchte wissen, wie da der Fernverkehr abrollt. Komm, mach schon. Was ist denn jetzt schon wieder los? Eine Baumsperre. Du, ich glaube, wir müssen zurück. Maria. Sieh doch mal! Maria! Was ist denn das? Was ist los? Hier ist das Umleitungsgerüst umgestoßen. Geben Sie Acht, dass Sie nicht stolpern. Ist denn doch schon die zweite Umleitung? Ich dachte, die wäre höher bei Kilometerstein 73.
Was ist denn das für eine Sirene? War ganz klar. Bleiben Sie stehen, rühren Sie sich nicht von der Stelle, ich komme. Die Frau lebt noch. Was ist mit dem Mann? Tot. Helfen Sie mir den Kopf annehmen. Lassen Sie, ich nehme die Sicherung raus. Hier ist eine Brieftasche. Leer. Rufen Sie Hause an. Hallo, Leopold von 404, bitte kommen. Hier, Leopold 404, bitte kommen. Gehen Sie mit den Inspektor. Moment bitte. Ja, hier, Hause. Schlechte Nachricht, der dritte Mord. Verdammt, ich hab's geahnt, ich komme sofort. Ende! Der dritte Mord. Hey, was machen Sie denn da? Kommen Sie mal her. Ich hab die Hupe gehört. Da hab ich mir gedacht, vielleicht ist was passiert. Was treiben Sie sich denn hier herum, mitten in der Nacht, hä? Entschuldigen Sie, ich war auf dem Nachhauseweg. Ich war bei Freunden. Zu Fuß? Nein, mit meinem Rad. Das habe ich auf der Straße stehen lassen. Eine Panne. Und was haben Sie gedacht, was passiert sein könnte? Heißen Sie? Heinz Auer. Ihren Ausweis. Was ist denn mit der Frau? In Ordnung. Danke. Haben Sie irgendetwas Verdächtiges beobachtet? Verdächtig? Ich weiß nicht. Ich habe da vorhin einen Mann getroffen. So eine Pleite. Der Mörder mordet vor unserer Nase, als wenn wir nicht existieren würden. Er nimmt uns scheinbar nicht ernst. Ich frage mich, ob wir es überhaupt mit einem gewöhnlichen Mörder zu tun haben. Ein gewöhnlicher Mörder, der mordet mal da, mal dort, aber der hier, der begeht gleich drei Morde in derselben Gegend. Ach, Sie meinen so einer mit Graupen da oben? Na, vielleicht ein Nebelmörder. Ja, möglich. Auf jeden Fall deutet diese bedenkenlose Unvorsichtigkeit, diese Sturheit, diese raffinierte Technik auf einen Triebverbrecher. Hübsche Mausefalle hier. Die Umleitung hat er sich natürlich woanders ausgeliehen. Und keine 300 Meter von hier ist eine. Ist gut vorgearbeitet. Der Bursche muss ortskundig sein. Herr Inspektor. Ja? Sehen Sie sich das mal an. Das sind doch Leitspuren. Unverkennbar. Die Frau ist wahrscheinlich ausgestiegen, um ihrem Mann zur Hilfe zu kommen, und dabei hat sie es erwischt. Da hat sie sich mit letzter Kraft zum Wagen zurückgeschleppt, das sieht man ganz deutlich. Hier ist Ihre Handtasche. Personalausweis. Maria Hambacher, München, Akademiestraße 13. Freitag, rufen Sie mal die Münchner Kripo an. Ja. Hier ist der junge Mann, der einen Verdächtigen gesehen hat. Heinz Auer. Inspektor Hauser. Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Na, erzählen Sie mal. Sie haben also einen Mann gesehen, hm? Ja, ich war auf dem Heimweg. Die Straße am Forstrand ging die Lingenau zu. Da kam aus einem Waldweg. Ich hörte die Hupe und hielt ihn an. Vielleicht braucht er jemand Hilfe, sagte ich, ob er mit mir kommen wolle. Ja, er war sehr mürrisch. Ohne mich, sagte er, dann fuhr er weiter. Und Sie kannten den Mann nicht? Nein. Sonst haben Sie nichts Verdächtiges beobachtet? Nein. Na, danke, das wär's für heute. Moment, haben wir seine Adresse? Ausweis kontrolliert, alles in Ordnung. Das wird in den Zeitungen einen Wirbel geben. Eine Sensationsnachricht. Ach, ich will keine Sensation von dir, ich will eine Antwort. Onkel, ein Mord. Der dritte Mord im Heinsburger Forst. Was? Der dritte Mord im... Ja, ein Mann und eine Frau. Und vielleicht ein Doppelmord. Der Nebelmörder schlägt zum dritten Mal zu. Onkel, ist das eine Schlagzeile? Damit bist du der Weltpresse um eine ganze Ausgabe voraus. Ist das 20 Mark wert? Woher weißt du das alles? Ich war dort, am Tatort. Gleich nach der Polizei. Hauser? Inspektor. Ja, was ist, Betzinger? Das Krankenhaus hat sich jemand berufen.
Die Verletzungen der Frau Hambacher sind nicht lebensgefährlich. Der Arzt ruft morgen Vormittag wieder ab. Ende. Danke. Na, endlich ein Lichtblick. Vielleicht kann sie den Täter beschreiben. Ach, ich bin nicht so optimistisch. Der Bursche weiß ganz genau, warum er nur bei Nebel zuschlägt. Mensch, ein Primaner unserer Stadt am Tatort? Und das warst du, Heinz? Der Mörder, der lag noch da. Mensch, wie sah er denn aus? Erzähl doch mal. Lass dich doch nicht so ausquetschen. Ja, das war sehr aufregend, das könnt ihr euch denken. Ich habe selbstverständlich den Beamten sofort meine Hilfe angeboten. Der gibt nicht schlecht an. Heinz Auer, der interessanteste Mann am Tatort. Das stimmt doch auch. Steht sogar in der Zeitung. Ja, aber wie er dahin gekommen ist, steht nicht in der Zeitung. Da stimmt was nicht. Du, Heinz, hier ist einer gescheiter als die Polizei. Er hat sogar schon einen in Verdacht. Der Klugschisser? Spannend. Wen hat er denn in Verdacht? Zum Beispiel dich. Das ist ja wirklich lustig. Das möchte ich gern von ihm hören. Ach, lass mich doch in Frieden. Okay. Wiederhol, was du gesagt hast. Was ist denn da schon wieder los? Na, Primus, du bleibst doch sonst nie eine Antwort schuldig. Bring schon die Zähne auseinander. Ja, sonst helfen wir ein bisschen nach. Also? Du bist doch gestern Abend so gegen 11:30 von Robert weggegangen. Ja, und? Du brauchst doch mit dem Rad eine knappe halbe Stunde bis nach Hause. Stimmt, und weiter? Du hättest also um 11:45 zu Hause sein müssen. Und wann warst du zu Hause? 12:50. Da hängst du doch mit 30 Minuten, genauer mit 35 Minuten in der Luft. Ja, und weiter? Nichts weiter. Doch, Erwin, soll ich dir helfen? Zur Zeit des Mordes habe ich mich im Forst herumgetrieben. Und daraus ergibt sich logisch, dass ich der Mörder bin. So ist es doch. Du wirst schon selber wissen, was du im Forst gemacht hast. Geh doch zur Polizei. Sag, was du weißt. Die kommen ohne dich nicht weiter. Tu's, Erwin. Du kannst 5.000 Mark dabei verdienen. Erwin, du solltest dich was schämen. Hab ich recht? Voll die Teufel, Erwin. Lass mich mal durch. Ist das eine Gemeinheit? Wer macht denn sowas? Was ist denn, Franziska? Na, sieh dir das an, die Maikäfer. So eine Tierquälerei. Wer bringt denn sowas fertig? So eine Rohheit. Wenn ich den Kerl erwische, der kann was erleben. Wir müssen sie töten. Sag, was war mit Erwin? Habt ihr Krach gehabt? Das ist doch unwichtig. Wann treffen wir uns wieder? Ach, Heinz, ich kann nicht. Ich kann doch nicht immer fort. Ich kann doch nicht dauernd lügen. Ach ja, die brave Franziska. Das habe ich ganz vergessen. Ach, Heinz. Entschuldige, das war dumm von mir. Aber ich muss dich wiedersehen. Wann? Ich weiß nicht. Wo denn? In der Scheune. Robert, gib mir den Schlüssel. Nein. Und mein Vater? Bleib, wir können doch zusammenstehen. Guten Tag, Herr Direktor. Aua, guten Tag. Franziska, hol mir doch die Hefte für die 4B. Ich habe sie vergessen. Ja, Vater. Während deiner Recherche, Heinz Auer. Ja, der Junge interessiert mich. Danke. Na? Wie war es im Krankenhaus? Also der Bursche trug Augenmaske und war mittelgroß. Alter zwischen 20 und 30. Die Beschreibung passt genau auf den Mann, den Auer gesehen hat. Oder den er gesehen haben will, hm? Danke. Na, Recherche Auer? Ah, vorläufig reine Routine-Sache. Und wie war es im Wald? Irgendwas gefunden? Ah, nichts, gar nichts. Aber ein kleiner Sonnenstrahl. Wir haben einen Burschen mit einem Okkuliermesser. So, Herr Leitner, lesen Sie das Protokoll durch und unterschreiben Sie. Ja, warum soll ich denn das unterschreiben? Dieser Gärtnereibesitzer hat vor 3 Monaten einen Hilfsarbeiter namens Franz Ritzel wegen Diebstahls von Gärtnereigeräten entlassen. Darunter befand sich auch ein Okkuliermesser. Und damit kommt er erst jetzt? Ja, war bei seiner Tochter in Norddeutschland. Hat erst jetzt von den Mordtaten erfahren. So, hier. Ich wollte ihn ja gar nicht anzeigen wegen seiner Mutter. Du, die Platte ist prima. Fabelhaft, was? Diese Trompete bläst wie ein Engel. King George. Gerät schon mir. Guten Tag. Guten Tag.
Tag, Müller. Grüß euch. Was ist denn los? Warum sollte ich so rasch kommen? Herr Heinz hat bei mir angerufen. Wir sollten uns hier treffen. Warum? Ja, am Apparat konnte er nicht so sprechen. Hat er was angedeutet? Na ja, die Polizei wäre bei ihm gewesen. Die Polizei? Guten Tag. Guten Tag. Kinder, eine tolle Sauerei. Stellt euch vor, Erwin war bei der Mordkommission. Er hat mich tatsächlich angezeigt. Was? So ein Dreckser. Stell doch den Kasten ab. Nein, mein Vater soll doch glauben, ihr kauft Platten. Wollen Sie bitte zuerst. Danke, gerne. Soll ich Ihnen die Platte einpacken? Natürlich, alle beide, gern. Heinz, erzähl doch. Der Inspektor war zwar sehr freundlich, wie eine reine Routinearbeit. Hab auch erst geglaubt, er kommt wegen des Mannes, den ich gesehen habe. Ja? Aber dann wollte er plötzlich so ganz von hinten herum wissen, wo ich zur Tatzeit war. Du scheinst, du hast doch das beste Alibi, was es gibt. Die Polizei höchstpersönlich. Natürlich. Denkst du, 30 Minuten fehlen. Genauer 35 Minuten. Das hat ja schon Erwin festgestellt. Und das war wirklich? Du, Gerda, leg eine neue Platte auf. Ja. Ich bin vom Rad gestürzt. Dieser verdammte Straßenbau und noch der Nebel dazu. Hier, mein Knie. Und der Achter am Rad, bis ich den halbwegs hingebogen hatte. Und hat er sich damit zufrieden gegeben? Ich glaub schon. Er hat sich das Rad genau angesehen. Er kann auch sonst alles überprüfen, macht mir nichts aus. Ja. Aber dieser Erwin, nur aus Eifersucht. Mensch, der verdient eine Abreibung. Moment. Das finde ich auch. Ja, guten Tag, hier ist Robert Elsen. Ich hätte gern Erwin gesprochen, bitte. Erwin? Erwin, Robert Elsen. Sag, ich habe keine Zeit, Vater. Vielen herzlichen Dank. Bitte sehr. Erwin hat im Augenblick keine Zeit. Rufen Sie doch später nochmal an. Danke, dann rufe ich später wieder an. Erwin, habt ihr Krach gehabt? Krach? Nein. Aber? Aber. Ach, ich mag diese ganzen Angeber nicht. Tja. Was nun? Aber wie kriegen wir ihn zu dir raus? Er kneift doch wieder. Natürlich. Franziska muss uns helfen. Ich? Ja, er verzehrt sich doch in Liebe nach dir. Wenn du ihn anrufst, stürzt er zum Apparat. Was soll ich ihm denn sagen? Ganz einfach. Wir wollen uns wieder vertragen. Da machst du mal auf. Es hat geläutet. Ja, ich komme ja schon. Ach, das ist aber nett, dass Sie auch mal wieder kommen, Herr Lindemann. Tag, Frau Ritzel. Ist Franz da? Ja, komm rein. Mensch, Erwin. Komm rein. Hast du mal was mitgebracht? Hier. Danke. Da habe ich ja wieder was für die Nacht. Mensch, prima. Da ist ja auch ein Delafonte bei. Der Todmacher von Whitechapel ist verboten, dass das Heft keiner sieht. Ehrensache. Geheimfach. Da kommt keiner ran. Du sollst nicht immer zum Geschäft kommen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich wollte ja nur sehen, ob du heute auch kommst. Wenn ich dir sage, dass ich komme, dann komme ich, Franz. Entschuldige. Du, ich muss gleich gehen, kommt schon wieder Nebel. Nebel ist schön, nicht? Was du so alles schön findest. Du, bleib noch. Wir haben so viel zu reden. Setz dich. Kriegst auch einen prima Kaffee. Ist doch nicht nötig. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Was? Eine Überraschung? Ja. Warte mal. Bin gleich wieder da. Mutter? Und ich werde mich rein. Und ich will Kräuterkuchen. So, ein Tässchen Kaffee und ein Stück Streuselkuchen. Selbst gemacht. Hoffentlich schmeckt er Ihnen. Danke, wird schon schmecken. Na, was sagst du nur? Ah ja, hast ihn also doch gekauft. Gefällt er dir? Elegant, sportlich. Turiner Modellarbeit. Herr Wolfsberger hat mir selbst bedient. 184 Mark. 184 Mark? Bist du verrückt? Na, muss ja mal sein. Jetzt, wo du mich mal zu deiner Freundin mitnimmst. Ach so, ja. Das machst du doch nicht wahr, Erwin? Das hast du mir doch versprochen. Na ja, sicher, irgendwie wann schon mal. Wann machst du das mal? Na ja, wenn es soweit ist. Du hast noch eine Menge zu lernen. Ja. Es fehlt dir noch an Sicherheit. Das Auftreten. Du musst ein richtiger Kerl werden. Ich will, dass du den imponierst. Verstehst du das? Auf die Weiber, was? Weißt du, ich stell mir immer vor, wie du es machst. So auf die harte Tour. Ja, diese Drecksweiber. Wie sie es verdienen. So wie Delafonte, was? Ja,
Wie Della Fonte. Wo ist der Inspektor? Was will der hier? Du, Franz, ich will nicht, dass er mich hier sieht. Komm, hier auf! Mach schnell! Über den Zaun, da bist du gleich im Wald! Mutter? Ja, mein Junge? Tu nicht sagen, dass Erwin da war. Was ist denn los? Herr Witzel? Ja? Polizei. Mein Gott, Polizei! Hat der Franz was angestellt? Wir haben nur ein paar Fragen an ihn. Reg dir mal nicht auf, Mutter, die wollen mir nur was fragen. Ja, wo ist Ihr Zimmer? Ja. Was sucht denn der da? Der sieht sich bloß ein bisschen um. Kommen Sie. Frau Ritzel, wo hat Ihr Sohn denn seine Gartenwerkzeuge? Da oben, auf dem Boden. Na, Herr Ritzel, wo waren Sie in der Nacht vom 15. zum 16. April zwischen 11 und halb 1? Sie meinen in der Mordnacht? Ja, in der Mordnacht. Wo waren Sie zwischen 11 und halb 1? Da habe ich ein Alibi. Haben Sie die immer so auf Lager, hm? Hab aber eins. Seit dem Morde bin ich vorsichtig. Mama, komm doch mal her! Ja, was ist denn? Gestern war ich doch im Haus, nicht? Da habe ich doch schon um 9 im Bett gelegen, stimmt's? Ja. Ja, der Franz, der liegt immer zeitig im Bett. Jede Nacht. Der liest doch immer. Ich lese immer. Ja, Sie lesen immer. Vielen Dank, Frau Witzel, wir sprechen uns noch. Ja, aber... Dankeschön. Können Sie aber leicht raus, ohne dass Ihre Vormutter was merkt, hm? Auch wenn sie noch so einen leichten Schlaf hat. Frau Ritzel, darf ich mal einen Blick in Ihre Küche werfen? Ja, bitte schön. Schicken Anzug haben Sie an. Neu? Mhm. Aber Sie sind doch seit Monaten arbeitslos, oder? Ach so. Ich habe mir Geld zurückgelegt, den Rest hat mir Mutter gegeben. Ritzel, wo haben Sie das Okuliermesser? Was für ein Okuliermesser? Das Sie in der Gärtnerei Leitner gestohlen haben. Ich hab keins. Was suchen Sie denn da eigentlich? Ritzel, hören Sie zu, wenn ich mit Ihnen rede. Wo haben Sie das Okuliermesser? Wenn ich Ihnen sage, ich hab keins nicht, mach nicht mit Bäumen, züchte Blumen. Aha. Ein Geheimfach. Sehr interessant. Ritzel, wo haben Sie das Geld versteckt? Geld? Was für ein Geld? Herr Kommissar, sehen Sie sich das mal an. Schlüssel aus Puerto Rico, Handlanger des Teufels, das Phantom im Nebel. Spannend, was? Macht Spaß zu lesen. Wir nehmen den ganzen Stoß mit. Meine ganzen Hefte. Ja, und noch was, Ritzel. Wem gehört das Moped draußen? Was für ein Moped? Draußen an der Hecke. Ich weiß von keinem Moped nicht. Vielleicht ist da einer in den Wald gegangen, da gehen viele spazieren. Hier ist es ja besonders schön, nicht? Dann werden Sie mal bloß nicht lieblich, Sie. Das Moped gehört also nicht Ihnen? Nee. Und Sie wissen auch nicht, wem es gehört? Na gut. Dann können wir, kommen Sie. Meine ganzen Hefte. Mein Gott, Franz. Was hat das alles zu bedeuten? Ich glaube, die wollen mir was anhängen, Mutter. Schönen guten Tag. Also hier, Recherche Auer. Na, schießen Sie los. Heinz Auer, 19 Jahre alt, Eltern tot. Der Vater war Oberregierungsrat in Hannover. Soll ein überdurchschnittlicher Schüler sein. Sehr beliebt bei den Kameraden.
Wird vom Onkel knapp gehalten, kein Steckenpferd, das besondere Geldaufwendungen erfordert. Das wäre alles. Oh, ist ziemlich mager, was? Ja, ist auch wahrscheinlich nicht sehr zu gefallen. Ich weiß nicht. Verdammt heller Junge, mir ein bisschen zuhält. Also wenn Sie mich fragen, für mich bleibt Kommerich Nummer 1. So, und sein betoniertes Alibi? Ist nicht alles betoniert, was denn? Ich wette, meine sämtlichen Goldblumen, dass Kommerich Endstation ist. Na, wie viele Goldblumen haben Sie denn? Na, keine, Inspektor. Tor. Wo ist Franziska? Wo ist Franziska? Sie wartet nebenan auf dich. Willi, pass auf! Ihr habt mich in eine Falle gelockt. Franziska ist gar nicht da. Radio anmachen. Hört auf, mich anzustarren. Hört auf! Was wollt ihr denn von mir? Stopp! Na? Wie geht's deinem Gewissen, Erwin? Was soll das heißen? Spiele nicht den Ahnungslosen, du weißt genau, was wir wollen. So ist Heinz. Ich bin Betroffener. Ihr seid die Unparteiischen. Okay, dann lass mich mal. Du warst bei der Mordkommission. Klar. Beim Inspektor. Natürlich. Du hast Heinz verpfiffen. Nein, das ist nicht wahr. Ich war nicht beim Inspektor. Du warst nicht beim Inspektor? Du warst nicht beim Inspektor? Nein. So ein Feigling. Hol die Flasche, Bert. Ja. Cognac stärkt das Gemüt und regt zur Wahrheit an. Du trinkst. Nein. Hände weg. Nein. Du trinkst. Mund auf. Mund auf. Trink. Wohl bekomm's, Erwin. Du warst also nicht beim Inspektor. Nein. Du ringst so lange, bis du die Wahrheit gesagt hast. Warst du beim Inspektor? Nein. Warst du beim Inspektor? Nein. Warst du beim Inspektor? Nein. Warst du beim Inspektor? Nein! Ja? Na also. Bravo! Die Wahrheit muss belohnt werden. Flasche. Mund auf! Komm her, ich bin dran. Erwin, eine klare Antwort auf eine klare Frage. Warum bist du zum Inspektor gegangen? Erwin, wir haben Zeit. Noch und noch. Wir können warten, bis dir die ersten Bartstoppeln wachsen. Warum bist du zum Inspektor gegangen? Meine Pflicht. Deine Pflicht? Mach dich doch nicht lächerlich. Eifersüchtig warst du. Natürlich. Erwin, du hast das aus Eifersucht getan. Nein. Aufstehen. So, und jetzt sagst du, ich bin ein Schweinehund. Los, oder... Was gibt's? Willi? Bitte sag mir ehrlich, was macht ihr mit Erwin? Ich mache mir Vorwürfe, dass ich ihn zu euch gelockt habe. Ist alles in Ordnung. Er trinkt gerade Cognac. Er trinkt gerade Cognac. So, und jetzt sagst du, ich bin ein Schweinehund. Los, los! Jawohl, Strafanzeige. Ich will Strafanzeige gegen diese Burschen erstatten. Bedauere, da müssen Sie sich an die Außenstelle der örtlichen Kriminalpolizei wenden. Wir sind hier eine Mordkommission. Ja, aber was hier passiert ist, ist doch Mord. Lebensgefährliche Alkoholvergiftung. Zwangsweise zugefügt.
Da muss es doch Paragraphen geben. Öffentlich muss dieser Saustall angeprangert werden. Öffentlich. Und das ist Ihre Aufgabe. Aber Herr Lindemann, hier muss endlich ausgemistet werden. Fertig gemacht haben Sie ihn, mein Junge. Besonders Ihr, Heinz. Jetzt wird der Name Auer durch den Dreck gezogen, durch die... Ach Quatsch! In meiner eigenen Zeitung! Tut mir leid. Sie können nicht zu Erwin Lindemann. Der Arzt hat es verboten. Dann geht's ihm wohl schlecht. Den Umständen entsprechend. Ja. Dann geben Sie mal die Blumen, Schwester. Einen schönen Gruß von seinem Freund Franz Ritzel. Franz Ritzel? Ja, Schwester. Ja? Die waren alle bloß neidisch auf Erwin. Auch das noch. Ich wollte es dir schon gestern sagen. Aber ich hatte Angst. Bist du ganz sicher? Was hat denn der Arzt gesagt? Ich war noch bei keinem. Ach so. Es ist also nur ausgeblieben. Dann ist ja vielleicht alles nur falscher Alarm. Du musst sofort zu einem Arzt. Zu welchem? Ja, zu irgendeinem. Brauchst keine Angst zu haben, der darf nicht quatschen. Gib doch eine ärztliche Schweigepflicht. Aber dann wissen wir es wenigstens genau. Vielleicht hast du dich ganz umsonst verraten. Heinz! Wo steckst du? Ja, entschuldige, mein Onkel. Ja, ich komm gleich. Sei nicht böse, ich muss raus. Ja, ich weiß. Ruf mich sofort an, wenn du beim Arzt warst. Ich lass dich schon nicht im Stich. Heinz, bitte sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Ich kann alles ertragen, nur eins nicht. Wenn sich zwischen uns was ändern wird. Heinz! Was soll sich denn ändern? Wir sehen uns morgen in der Schule. Schau dir die glotzenden Gesichter an. Vorher sind sie mir alle in den Arsch gekrochen, da wollte jeder mitkommen zu meinen scheuen Partys. Wie geht's Erwin? Habt ihr was von ihm gehört? Nein, leider nicht. Verschwinde, Ulla, es ist besser für dich. Du siehst, wir sind Verworfene, Ausgestoßene, Geächtete. Lass ihn doch reden. Geh, Ulla, sonst kriegst du zu Hause auch noch Stunk. Sie wollen mich von der Schule nehmen. Mein Alter hat gesagt, ich werde eines Tages noch im Gefängnis landen. Dass die immer gleich so übertreiben müssen? Meiner hat gebrüllt wie ein Stier. Schaut mal, wer da kommt. Morgen, Herr Inspektor. Genau. Morgen, die jungen Herren. Was will denn der bei uns? Wetten, der geht zu Dr. Hillebrand. Ihr Anruf heute früh hat mich wirklich erschüttert, Herr Inspektor. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Was haben denn Schüler meiner Schule mit diesen entsetzlichen Verbrechen zu tun? Ich habe nur ein paar Fragen, Herr Direktor, weiter nichts. Weiter nichts? Es genügt doch, dass Sie überhaupt an Sie Fragen zu stellen haben. Ich kann ja verstehen, dass Sie mit Heinz Auer sprechen wollen. Er war immerhin am Tatort, aber die anderen? Ich muss auch Ihre Tochter vernehmen. Franziska? Ja. Warum? Was hat sie denn damit zu tun? Es gibt vielleicht Fragen, die sie mir besser beantworten kann als die anderen. Es wäre aber gut, wenn ich sie allein sprechen könnte. In ihrer Gegenwart wird sie wahrscheinlich Hemmungen haben. Ach, Sie glauben, Franziska hat Geheimnisse vor mir? Da irren Sie, Herr Inspektor. Wir haben ihr immer vertraut, meine Frau und ich. Und sie hat unser Vertrauen noch nie enttäuscht. Sag, was war beim Arzt? Ich war noch bei Karl. Wie lange willst du noch warten? Fräulein Franziska! Ja? Fräulein Franziska, Sie sollen zum Herrn Vater kommen. Ein Herr von der Polizei will Sie sprechen. Fräulein Hillebrand, es geht hier um die Aufklärung einer Mordserie. Der kleinste Hinweis kann zur Ermittlung des Täters wichtig sein. Ich muss Sie daher bitten, meine Fragen offen und ehrlich zu beantworten. Ohne jede falsche Rücksichtnahme. Wo waren Sie in der Mordnacht? Warum sagst du nicht, wo du warst? Franziska war bei einer Klassenkameradin, Berliner Sommer. Na, Fräulein Hillebrand,
Nein, Vater, ich war bei Robert Elsen. Was? Wo warst du? Ja, bei Robert Elsen. Auf einer dieser sogenannten Scheunenpartys. Ja. Mit noch anderen. Und wer waren die anderen? Erwin Lindemann, Willi Wolfsberger, Gerda Brinkmann, Bert Steiner, Ulla Reiter und Hans Auer. Wann war denn diese Party aus? Kurz nach 11. Was, kurz nach 11? Sind Sie dann gemeinsam aufgebrochen? Ja, Robert Elsen hat uns Mädels mit dem Auto nach Haus gefahren. Und die Jungs? Willi Wolfsberger hat ein Motorrad und Bert Steiner ist mit ihm gefahren. Und Heinz Auer mit seinem Fahrrad? Ja, ich glaube ja. Was war denn mit Erwin Lindemann? Ach ja, der ist schon früher gegangen, kurz vor 11. Warum musste er früher fort? Tut mir leid, aber ich muss alles genau wissen. Erwin Lindemann und Heinz Auer bekamen Streit. Weshalb? Erwin hatte mir mein Kleid versteckt. Dein Kleid? Wie soll ich das verstehen? Es war so eine Art Kostümfest. Kostümfest? Ja, wir Mädels hatten uns dort umgezogen. Warum hat er das Kleid versteckt, Fräulein Hillebrand? Willst du nicht antworten, Franziska? Gehörte das zu den Gesellschaftsspielen dieses Abends? Na? Waren Sie öfter bei Robert Elsen? Waren Sie auch am 25. März dort? In dieser Nacht geschah der erste Mord. Nein, da war ich nicht dort, das weiß ich genau. Weil wir am nächsten Tag eine Lateinarbeit zu schreiben hatten. Und am 8. April, denken Sie genau nach, es war ein Sonnabend. Die zweite Mordnacht. Wer war damals dort? Ja, alle. Bis auf Erwin Lindemann, der war nicht dort. Und wie war das damals? Wie sind Sie da auseinandergegangen? Ich bin schon früher fort. Willi Wolfsberger musste nach Hause und er nahm mich mit auf sein Motorrad. Und die anderen blieben also noch? Ja. Auch Heinz Auer? Ja, auch Heinz Auer. Verschweigen Sie mir auch nichts? Nein, nichts. Das ist doch Wahnsinn, Herr Inspektor. Vater, Heinz ist doch kein Mörder. Was? Was sagst du da? Wer behauptet denn so etwas? Erwin. Ja, Erwin ist zum Inspektor gelaufen und hat ihn angezeigt. Nur aus Gemeinheit. Das ist doch wohl nicht möglich. Stimmt das, Herr Inspektor? Er hat nicht gesagt, dass Heinz der Mörder ist. Er hat nur auf einen möglichen Verdacht hingewiesen. Das ist doch dasselbe. Auf einen möglichen Verdacht? Ja, aber das ist doch alles furchtbar. Lindemann verdächtigt einen Mitschüler des Mordes. Die Kameraden üben Lynchjustiz. Und das? Das sind deine Freunde? So weit ist es also gekommen. In meiner Schule. Ich möchte wissen, wie der Franziska ausquetscht. Und was will er mit uns? Wahrscheinlich hat ihn uns Erwins Vater auf den Hals gelegt. Kann sein. Na, dann wollen wir mal, meine jungen Herren. Zunächst, ich ermittle hier nicht in der Sache Erwin Lindemann. Nicht in eurer üblen Angelegenheit. Sie brauchen gar nicht so oder so zu machen, ich bin nicht Ihr Klassenlehrer. Kapiert? Wenn ich trotzdem ein paar Fragen in der Sache habe, dann in einem ganz anderen Zusammenhang. Herr Inspektor, bevor Sie anfangen, möchte ich etwas sagen. Auch im Namen meiner Kameraden. Die Sache mit Erwin tut uns ehrlich leid. Ja. Auf die brauchen wir nicht stolz zu sein. Nein, ihr braucht ihr wirklich nicht stolz zu sein. Ihr seid ganz hübsch brutal, ihr Herrn Primar. Aber lassen wir das. Was ich von euch verlange, sind objektive Antworten ohne jede Gehässigkeit. Wir haben uns verstanden. Also, fangen wir an. Zigarette? Danke. Danke. Was ist Erwin Lindemann für ein junger Herr? Er ist doch euer Primus, hm? Ja, ich glaube, dazu etwas sagen zu müssen. Diesen Primus hat er sich jedes Jahr von neuem abschuften müssen.
Es fällt ihm nichts zu. Er ist nicht das, was man sagt, eine große Begabung. Nein, aber er ist ehrgeizig. Er möchte immer der Erste sein. Nicht nur in der Schule, auch sonst. Auch bei den Mädchen? Bei denen ganz besonders. Er möchte ihn imponieren, sich als Kerl aufspielen. Aber dazu reicht's bei ihm nicht. Das hat er einfach nicht. Er ist doch auf Sie eifersüchtig wegen Franziska Hillemann, stimmt? Ja. Könnte er aber nicht auch einen anderen Grund dazu gehabt haben? Vielleicht wollte er den Verdacht auf jemand ablenken. Ablenken? Ablenken? Verstehe ich nicht. Würdet ihr Erwin einen Mord zutrauen? Dem Erwin? Was meinen Sie, aber? Ausgeschlossen, dazu ist Erwin viel zu feige. Stimmt. Der traut sich doch nichts. Ist euch der Begriff des intellektuellen Urhebers bekannt? Sie meinen, dass Erwin einen anderen veranlasst haben könnte, die Morde zu begehen? Ja. Kennt ihr einen gewissen Ritzel? Franz Ritzel. Vom Singen? Ja, das ist so ein Mürrischer. Ist Erwin mit dem befreundet? Mit dem? Glaube ich nie. Doch, Bert. Erwin geht manchmal zu ihm. Habe ich selbst gesehen. Das verstehe ich nicht. Erwin hat mir selbst gesagt, der Ritzel wäre leicht bescheuert. Herr Inspektor? Ja. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ritzel ist primitiv und Erwin ist verhemmt. Da reagiert er seine verdrängten Komplexe ab. Bei Ritzel kann er angeben. Der nimmt ihm sicher alles ab. Sie kennen Ritzel? Flüchtig. Woher? Der war doch früher in der Gärtnerei Leitner. Da hat er manchmal in unserem Garten gearbeitet. Ja, bei uns auch. Herr Inspektor, ist Ritzel jetzt als Nebelmörder aktuell? Die Fragen stelle ich. Wer von euch ist eigentlich auf die Idee gekommen, Erwin mit Cognac vollzupumpen? Sie? Nein, Herr Inspektor. Das war ich. Wie sind Sie bloß auf diese alkoholische Tortur verfallen? Ich weiß nicht recht. Haben Sie es nicht irgendwo gelesen? Vielleicht in einem dieser 5-Groschen-Krimi-Hefte? Della Fonte, der geheimnisvolle Rächer oder sowas? Nee, so ein Mist lese ich nicht. Und ihr? Lest ihr sowas? Nee, ich auch nicht. Also keiner? Doch, ich. Was, Sie? Ja, ich gebe es zu. Ich habe einige davon gelesen. Ausgerechnet Sie? Warum nicht? Ich weiß, die Hefte sind saumäßig geschrieben. Aber sie sind mitunter ganz gerissen. Und das befriedigt Sie? Befriedigen. Man kann aus allem was lernen. Auch aus dem Negativen. Was wollen Sie eigentlich mal werden? Weiß ich noch nicht. Am liebsten wäre mir ein Beruf, der Fantasie verlangt. Medizin? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte auch... Ihr Beruf zum Beispiel verlangt doch auch Fantasie. Tja, auch einige Logik. Beides, eine reizvolle Mischung. Sie müssen sich doch in jeden Menschen hineinversetzen. Mit ihm fühlen, ihn analysieren. Ja, Kriminalist würde ich gern werden. Ihr hättet hören müssen, mit welch überlegener Selbstverständlichkeit er sich zur Lektüre dieser Schundhefte bekannt hat. Und dabei schreibt er solche Sätze. Lesen Sie mal weiter. Wie jedes Genie war auch Napoleon eine gespaltene Persönlichkeit. Mit einer einzigen zynischen Bemerkung setzte er sich über eine erfrorene Armee hinweg und schrieb die zartesten Liebesbriefe an Josephine. Gedichte eines Massenmörders. Eigentlich erstaunlich für einen 19-Jährigen. Merkt ihr was? Er sieht sich als Napoleon. Er ist Orest. Heinz Auer. Habe aber noch niemals gehört oder gelesen, dass Orest 1000 Mark geraubt hat. Franziska, du musst zu dem Arzt gehen. Du musst. Robert gibt mir das Geld. Aber Heinz... Er hat es mir fest versprochen. Ich lasse mir das Kind nicht nehmen. Willst du das deinem Vater antun? Er jagt dich aus dem Haus. Das glaube ich nicht. Und wenn... Ich habe keine Angst. Ich will nur eins. Ich will wissen, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Verstehst du das? Franziska, ich könnte dir jetzt sagen, ich gehe von der Schule ab. Ich verzichte auf die Uni. Ich suche Arbeit, irgendwelche. Wir heiraten. Du sollst doch dein Studium nicht aufgeben. Das ist doch Unsinn. Was willst du denn? Heinz. Heinz, ich will, dass wir zusammenhalten. Egal, was geschieht. Franziska, sei doch vernünftig. Ich bitte dich. Du musst doch verstehen, dass wir das Kind jetzt nicht haben können. Ich will das Kind nicht. Hörst du, ich will es nicht.
Schon der Gedanke ist mir grässlich. Geh zum Arzt. Ach, begreif doch, Franziska. Franziska, sei doch nicht so laut. Entschuldige, Gerda. Ich gehe ja sowieso schon. Hier bleiben! Pass auf! Was ist los, Tempo? Schnell den Köter hier weg! Den Köter weg! Aus! Was? Hände hoch! Ah, Herr Komarek, na sowas. Ein alter Bekannter. Das ist ja ein frohes Wiedersehen, Herr Inspektor. Ja, für uns schon, hoffentlich auch für Sie. Abwarten. Ich habe zufällig keine Kanone bei mir. Nichts. Na ja, also los, ab mit ihm, was ich gesagt habe. So, Feierabend. Jetzt ist Schluss mit Ihrer nächtlichen Rumtreiberei. Ich will noch Ihre Hochzeit erleben und nicht Ihr Begräbnis. Fremdenheim Tannenhof, Helmhausen. Das war heute mein 27. Streifengang. Ah, und Ihr letzter. Ich rufe sofort Kaiser an. Wenn der keine Lockvögel auf Lager hat, dann stecke ich einfach Freitag in Frauenkleider. Halten Sie den Komarek nicht für den Mörder? Doch. Der andere wäre Ihnen lieber gewesen, was? Es tut mir leid, dass Sie sich so in die Sache verrannt haben. Ach was, Mord ist Mord und Mörder ist Mörder. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist sein Geständnis. Sie wollen mir doch nicht einreden, dass Sie nur getürmt sind, weil Sie keinen Ausweis bei sich hatten. Aber so war es, Herr Inspektor. Gehe friedlich durch den Wald, plötzlich springt mich einer an und brüllt, halt Ausweis. Als der Beamte Sie anhielt, waren Sie bereits ganz dicht hinter der Frau. Na und? Warum sind Sie der Frau nachgegangen? Ich wollte nur sehen, was für ein Weibsbild danach so durch den Forst rumstreucht. Aha. Reine Neugier. Herr Inspektor, Sie wollen mir unbedingt die Morde andrehen. Das ist Ihnen schon einmal daneben gegangen. Das wissen Sie ganz genau. Sie glauben auch, Feichert ist die beste Verteidigung, was? Nicht bei der Polizei, das sollten Sie eigentlich wissen. Was ist das hier? Meine Mütze. Und das? Diese 700 Mark hier Mützenfutter? Ist das verboten, Herr Inspektor? Leider habe ich noch kein Bankkonto. Sie sollten sparsamer sein, Komarek. Bei dem Tempo sind die 1000 Mark schnell beim Teufel. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Er ist da. Moment. Bären soll gleich anrufen. Und lassen Sie ihn rein. Bitte kommen Sie herein. Kommen Sie mal her. Kennen Sie den Mann, aber? Ja, das ist der Mann, den ich damals getroffen habe. Schildern Sie doch noch einmal kurz Ihre Begegnung, bitte. Ja, er kam aus dem Waldweg, der nach Garlingen geht, und ich fuhr mit meinem... Was soll diese Show? Ich bestreite ja gar nicht, dass ich diesen Burschen da gesehen habe. Die Mühe können Sie sich also sparen. Und überhaupt, jetzt reicht mir das ganze Gequatsche. Von mir aus können Sie noch ein paar Figuren antanzen lassen. Ich habe mit den Morden nichts zu tun. Wären Sie nicht frech. Wenn Sie sich wieder normal benehmen, können wir weiterreden. Abführen. Was kann los? Sie machen mir Laune, Inspektor. Kommen Sie sich nur nicht verrechnen. Kommen Sie. Das wäre alles aber. Herr Inspektor... Ehrlich, Sie haben mir doch nicht geglaubt, dass ich einen Mann gesehen habe. Schon gut, Sie können gehen. Guten Abend, Herr Inspektor. Guten Abend. Bären? Chef? Haben Sie diese Frau Schmidtner erreicht? Frau Schmidtner ist mit ihrem Mann nach München gefahren, einen Laster kaufen. Kommt erst morgen im Laufe des Tages zurück. Was wüsste ich was nicht. Ich habe solche Angst vor dem Kerl. Regen Sie sich nur nicht auf, Frau Hambacher. Es dauert ja nur einen Augenblick. So, Frau Hambacher. Sie sehen sich die drei in aller Ruhe. Einmal, wenn Sie überzeugt sind, einer von Ihnen ist es, dann sagen Sie es. Ruhig,
Der war's. Der? Ja. Ganz bestimmt. Was denn, was denn? Die hat ja einen Vogel, die alte Spinatwachtel. Spielen Sie hier nicht den wilden Mann. Ich lasse mir von der doch keinen Mord andrehen. Sie spinnen ja! Los, raus mit dir! Tut mir leid, Frau Ambacher. Aber das musste sein. Sie haben sich also bestimmt nicht geirrt? Nein, ganz bestimmt nicht. Na also, wurde auch allmählich Zeit. Jetzt kann man wenigstens wieder ohne Angst in den Forst gehen. Fremdenheim Tannenhof. Einen Augenblick bitte. Moment, Moment. Ja? Zum Telefon. Dankeschön. Ja, bitte, Kmet. Barbara, du? Von wo rufst du an? Was, du bist hier in Hainburg? Ja, ich wohne im Hotel zum Adler. Bin vor einer halben Stunde angekommen. Können wir uns sehen? Also gut, dann komme ich zu dir. Weißt du, ich muss einmal mit dir sprechen. So geht das mit Kurt nicht weiter. Ich bin mit einem Dienstroboter verheiratet. Und kommt er nach Hause, ist er müde. Ich lebe praktisch mit einem Fremden zusammen. Na nun, übertreib nicht. Wir reden noch darüber. Es wird nur ein Weilchen dauern, eine gute halbe Stunde. Vielleicht erwische ich noch den Bus. Sonst laufe ich. Ich habe doch damals alles gesagt, wie es war. Wird denn da nie eine Ruhe? Frau Schmidtner, Begünstigung ist strafbar. Ich weise Sie nochmals darauf hin. Ich tue ihm nicht begünstigen. Den schon gar nicht. Er war in der Nacht bei mir. Mein Mann war gerade in Neustadt. Ach, Sie werden noch so lange machen, bis er alles spannt. Wir haben Sie doch gedeckt, Frau Schmidtner, das wissen Sie. Aber hier geht es um Mord. Um dreifachen Mord. Wenn Sie also Ihre damalige Aussage berichtigen wollen, noch ist es Zeit. Ich kann es nicht. So gar nichts täte. Hätte ich bloß gewusst, was das für einer ist. Erpressen wollte er mich, weil ich ihn rausgeschmissen habe. Er würde zu meinem Mann gehen, hat er gesagt, und ihm alles erzählen. Und weil ich ihm kein Geld gegeben habe, hat er sich selbst genommen. Was hat er? Eingebrochen hat er bei mir. 700 Mark hat er mir geklaut. Was? 700 Mark, sagen Sie? Ja. Wann? Gestern Nacht, während wir in München waren. Zweite Fehlanzeige, jetzt langt's mir aber. Ein Glück, dass wir aus der Pleite noch einen runden Einbruch gerettet haben, sonst müssen wir diesen Halunken wieder laufen lassen. Und Frau Hambacher hat sich geirrt. Mhm. Dieser Personenbeschreibung im Nebel, ganz wohl war mir nie dabei. Betzinger, geben Sie mir eine Verbindung mit Helmhausen, Fremdenheim Tannenhof. Mhm. Ja, der Neuhaus mit seinen Goldblumen. Wenn der welche gehabt hätte, da gehörten sie jetzt mir. Ja? Fräulein Kment, bitte. War es nicht da? Ausgegangen? Wann? Unterwegs. Leopold von 404, kommen. Leopold von 404, komm. Hier ist Leopold. 404, bitte kommen. Betzinger, geben Sie mir sofort Inspektor Hauser. Herr Inspektor! Ja? Fräulein Kment. Ja, Hilde, wo sind Sie? Ich werde verfolgt. Wegmitte Helmhausen, Hainburg.
Haben Sie eine Waffe? Nein, ich bin froh, dass ich noch das Gerät bei mir habe. Wir kommen, Ende. Alarm. Alle verfügbaren Beamten und Wagen in den Forst. Er ist dicht hinter mir. Halten Sie ihn auf Distanz. Laufen Sie! Stehen bleiben! Oder ich schieße! Hilde! Hilde! Sie meldet sich nicht mehr. Tempo, Jonas! Hilde! 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 Sind Sie verletzt? Und der Mörder? Franziska, ich muss dich sprechen. Heinz, was soll das? Franziska, ich musste dich sehen. Was willst du denn noch von mir? Verzeih, Franziska, ich war völlig durcheinander. In der Verzweiflung sagt man oft etwas, was man in Wirklichkeit gar nicht so meint. Und du weißt die Sache mit Erwin. Und dann mein Onkel, wie einen Gefangenen hält er mich. Die Polizei hat sich über mich erkundigt, auch das noch. Ich war völlig durchgedreht. Heinz. Deshalb bin ich gekommen. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin aus dem Fenster geklettert. Mein Onkel hat mir doch den Hausschlüssel abgenommen. Aber ich musste es dir sagen. Verzeihst du mir? Natürlich. Seit einer Stunde stehe ich schon hier. Ich habe mich nicht getraut. Seit einer Stunde. Du musst jetzt gehen. Hm. Bis morgen. Bis morgen. Franziska, Erwin Lindemann ist tot. Mach, dass ihr wegkommt!
Kommen Sie mit, Rätsel. Und keinen Fluchtversuch. Sapias. Vina liquis et spatio brevi. Spem longam resensis. Sei weise. Kläre die Weine. Fülle mit langer... Falsch. Fülle mit großer Hoffnung den engen Raum. Weiter, Auer. Dum loquimur fugerit in vida aetas. Während wir reden, flieht schon die neidische Zeit. Carpe diem, quam minimum credula postero. Genieße den Tag, traue so wenig wie möglich dem Morgen. Wie oft soll ich Sie noch sagen, Herr Inspektor? Haben nichts mit dem Morde zu tun. Diesen Text kenne ich, Ritzel. Ich bin schon ein paar Jahre bei dem Verein, da hört man den in allen Variationen. Also, wo waren Sie zur Tatzeit? Soll ich Ihnen sagen, wo Sie waren? Im Forst? Sie scheinen eine besondere Vorliebe für den Nebel zu haben. Ein Beamter hat Sie beobachtet, wie Sie durch das Fenster in Ihr Zimmer gestiegen sind. 30 Minuten nach dem Überfall. Also, was sagen Sie nun? Naja, ich habe die Polizeisirenen gehört und dann habe ich gesehen, wie die Wagen in Forst flitzten und da habe ich mir gedacht, der Nebelmörder... Oder das Phantom im Nebel, was? Wahrscheinlich wollten Sie uns behilflich sein, ein bisschen unter die Arme greifen, hm? Ja, genau das. Von wegen die 5000 Piepen. Das Kollegium hat beschlossen, die Schüler Robert Elsen, Willi Wolfsberger, Bert Steiner und Heinz Auer zunächst vom Unterricht auszuschließen. Die weiteren Entscheidungen der Schulbehörde werden ihren Eltern schriftlich mitgeteilt werden. Danke. Schicken Sie Heinz Auer ran. Na, Heinz, töten Sie ihn doch. Sie stechen doch so gern in Maikäfer und andere Lebewesen. Nicht wahr? Verzeihung, Herr Inspektor. Ich verstehe Ihren Scherz nicht ganz. Kennen Sie dieses Messer? Das ist ein Okuliermesser. Ja, ein Okuliermesser. Sehen Sie sich das mal an. Das haben wir nach Ihrem Überfall im Wald gefunden. Da ist was weggekratzt, aber man kann auch gerade erkennen, hier, L.L. Ludwig Leitner. Das ist doch die Gärtnerei, in der Sie gearbeitet haben. Ja, aber... Na also, Ritzel, nur mal raus mit der Sprache. Hab nichts mit Worten zu tun. Hab nichts mit Worten zu tun.
Nun, hör mal zu, Hans. Ich darf dich doch so nennen. Bitte? Wir haben uns doch ganz gut verstanden bei dem Gespräch im Klassenzimmer neulich, nicht wahr? Mhm. Ich will versuchen, dir zu folgen. Mit dir zu denken. Zu fühlen, wie du sagtest. Ja? Tagsüber, da geht es dir ganz gut. Du bist beliebt bei deinen Freunden. Du hast Franziska. Du denkst vielleicht sogar an deine Zukunft. Aber abends, wenn die Nebel kommen, dann ist alles weg. Dann macht es einen Knacks bei dir. Dann treibt es dich raus. Dann kennst du nichts mehr. Nur einen Trieb. Nur eine Gier. Töten. Sie schildern das sehr gut, Herr Inspektor. So könnte ein Mörder sein. Ja, Heinz. So könnte ein Mörder sein. Ich bin es nicht. Stopp, Heinz. Wenn du glaubst, du kannst mich auf den Arm nehmen, hast du dich geirrt. Ich kann auch anders mit dir reden. Wo warst du vorgestern Nacht zwischen 10 und 11? Aber sag mir ja nicht, dass du zu Hause warst! Also? Ich war bei Franziska. Lass das Mädchen aus dem Spiel. Oh, ich muss zu Herrn Inspektor Hause. Ich habe meine wichtige Aussage zu machen. Tut mir leid, Herr Inspektor, ist jetzt nicht zu sprechen. Ja, aber Herr Sauer ist unschuldig. Er war bei mir. Ich muss das aussagen. Hm. Nehmen Sie einen Moment draußen Platz, bitte. Ja. Was ist denn, Bernd? Die Franziska ist raus und außerdem ist diese Geschichte hier. Ja, danke. Franziska ist raus. Franziska? Ja. Soll ich ihr sagen, warum du bei ihr warst? Soll ich ihr sagen, dass du nur ein Alibi durch sie haben wolltest? Sie tun mir Unrecht, Herr Inspektor. Ich musste wirklich mit Franziska sprechen. Ich habe Ihnen doch gesagt, warum. Das ist die Wahrheit. Fragen Sie sie doch selbst. Sie kann gehen. Ich würde Ihnen so gerne helfen, Herr Inspektor, wenn ich nur wüsste, wie. Ich habe doch alles Interesse, dass Sie den Mörder finden. Sie hatten doch diesen Komarek verhaftet. Den Mann, den ich gesehen hatte. Ja, der saß hier auf demselben Stuhl. Und jetzt sitzt du da. Und du bleibst so lange hier sitzen, bis du gestanden hast. Sie wartet noch immer. Liebe. Es ist 11 Uhr. Heinz, es gibt einen Punkt, wo einen das Gewissen nicht mehr loslässt. Und du hast ein Gewissen, das sehe ich. Du quälst dich. Willst du nicht endlich gestehen? Ich habe nichts zu gestehen. Soll ich dich allein lassen? Vielleicht kommst du dann schneller mit dir zurecht. Du kannst mich dann rufen. Willst du was trinken? Eine Zigarette? Ach ja, du bist ja ein Nichtraucher. Also, Heinz, ruf mich dann. Herr Inspektor. Hm? Bitte geben Sie mir doch eine. Kennst du das? Damit hast du drei Menschen niedergestochen. Wie soll ich zu einem Okuliermesser kommen? Sehr einfach. Ritzel hat bei euch vor 6 Wochen im Garten gearbeitet und du hast es gefunden. Hier. Das hast du abgekratzt für alle Fälle. Damit der Verdacht auf einen anderen fällt, wenn es schief geht. Beinahe hätte es geklappt. Du hast es getan.
Drei Menschen hast du auf dem Gewissen. Ich habe es nicht getan, Herr Inspektor. Bitte glauben Sie mir. Du hast sie getötet. Ich habe es nicht getan. Du hast sie getötet. Nein. Du hast sie getötet. Nein. Du hast sie getötet. Nein, nein, nein. Heinz, komm mal her. Hier dein erstes Opfer, die Kellnerin Marie Katzinger. Hier nochmal. Und hier wieder. Hier dein zweites Opfer, die Kontoristin Renate Meyerhans. Hier wieder. Hier Oskar Hambacher. Seine Frau hat Glück gehabt. Und hier wieder Marie Katzinger. Renate Meyerhans. Oskar Hambacher. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Du hast sie getötet. Gestehe. Gestehe! Ich bin ja so froh. So froh, dass es vorbei ist. Komm, eins, setz dich. Na, wie steht's? Es ist soweit. Aua hat gestanden. So. Jetzt schreibst du auf, wie alles kam. Wie alles war. Das ist seit Wochen die erste, die mir wieder schmecken wird. Einen Cognac, bitte. Danke. Das Mädchen wartet noch immer. Sie müssen ihr Bescheid sagen. Bitte sagen Sie es ihr doch.